So, Puddings, es ist jetzt ziemlich exakt 1 Uhr nachts. Entschuldigt, dass ich gestern Abend kein Video mehr gemacht habe, aber wir hatten WLAN-Probleme im Hotel. Deswegen musste ich auch die ganzen Reviews gestern im Kino schnell zwischendurch schreiben. Das ist Gott sei Dank an einem Tag gewesen, wo ich einen Slot frei habe, weil ich mir die Kurzfilme nicht angucke. Das mag man für einen Fehler halten, aber ist eine persönliche Geschmackssache von mir. Jetzt geht's Hotel WLAN wieder. Ich mache also jetzt noch eine kurze Aufnahme für euch. Und ja, ihr seht, die langsam kriecht die Verwesung bei mir ein. Aber in der Tat geht es mir eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt so nach 4 Tagen meinen Groove gefunden, auch zeitlich. Ich gehe nachts sehr spät ins Bett, aber dafür stehe ich auch morgens spät auf und bin dann auch bis in den späten Abend über die Filme hinweg fit. Also das klappt ganz gut, da bin ich ganz zufrieden mit. Ich bin auch jetzt noch nicht so kaputt, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich muss jetzt unbedingt ins Bett fallen. Ansonsten sehr nett. Ich habe heute und gestern also 2 Jungs getroffen im Kino, die mich auch kannten, aber wie das manchmal ist, ich werde ja oft auch heute noch auf meine Gongzeit angesprochen. Und die beiden kannten mich jetzt aus meiner Zeit bei sfradio.de. Es ist vielleicht nicht allen bekannt. Ich habe das damals mitentwickelt. Ich habe auch die Idee gehabt für die Sendung und das Format Audio 51. Ist aber auch schon mittlerweile unglaublich 15 Jahre her. Und die kannten tatsächlich meinen Namen noch aus der Zeit. Denen war zum Beispiel der Wortvogel überhaupt kein Begriff. Ja, heute war mal wieder so ein Tag. Also wir hatten jetzt 5 Filme hinter uns und man stellt an manchen Tagen auch ein bisschen so die Veranstalter in Frage, was die Filmzusammenstellung angeht, weil heute waren es eigentlich 4 Downer hintereinander, also 4 Filme, da kann man nicht fröhlich aus dem Kino kommen. Und dann sollte jetzt als Mitternachtsfilm dann noch mit I Had a Bloody Good Time at the House Harker noch so eine Mitternachts-Trash-Granate kommen, die einen dann fröhlich wenigstens noch zum Ende rausschmeißt. Hat nicht ganz funktioniert. Lest ihr aber morgen alles in meinen Reviews. Insgesamt aber, wie gesagt, erstmal 4 Filme, also 8 Stunden lang sich wirklich deprimierende Sachen anzugucken, auch mit größtenteils sehr begrenztem Genregehalt. War ein Tag, wo ich mich mit dem überhaupt auch mit der Definition des Fantasy-Filmfests mal wieder relativ schwer getan habe. Das kommt vor, aber ja, ist so. Interessant wollte ich jetzt noch als Randbemerkung anfügen. Es gab heute online bei Facebook ein paar Bemerkungen zum Thema. Jemand schrieb, dass das Fantasy-Filmfest sei wahnsinnig degeneriert. Ich habe dann zurückgeschrieben, zu was denn? Für mich ist es immer noch das beste Genre-Festival Deutschlands und es ist auch im internationalen Vergleich ein exzellentes Festival. Und dann kam von Peter Osterried, meinem Autorenkollegen, die Kritik, dass es im Prinzip eine Veranstaltung sei für DVDs, die man demnächst kaufen kann. Das ist richtig, aber ich wundere mich, dass man das als Kritik sieht. Denn Tatsache ist, Anfang der 90er gab es auf dem Fantasy-Filmfest ständig Filme, da war man stolz, die da gesehen zu haben, weil die nie in Deutschland regulär auf den Markt kommen würden, weil das Obskurproduktionen sind, die, wenn man sie da nicht sieht, kriegt man sie nirgendwo zu sehen. Und da war man dann zwar stolz drauf als Filmfan, aber soll ich jetzt heute wütend sein, weil man die Sachen gucken kann, weil es dann DVDs gibt, weil es Blu-ray gibt, weil man die Filme uncut streamen kann. Ich kann doch schlecht sagen, okay, früher war alles besser, weil die Filme schwerer zu kriegen waren. Also das ist, ja, man mag sich dann als Geek toller gefühlt haben, weil man sagen konnte, ich habe ihn gesehen, du kriegst ihn nicht zu sehen, weil den gibt's gar nicht, den müsstest du aus Argentinien importieren, bla. Nee, sorry. Ich finde das toll, dass wir in einer Zeit leben, wo man auch vielleicht auch Sachen aus Amerika drankommt, wo man sich Sachen auch bei Amazon in Australien bestellen kann, wenn man will. Und das ist eine super Sache. Und wenn jetzt ein paar Leute sagen, basierend auf meinen Kritiken, gut, dann suche ich mir den und den Film aus, den bestelle ich mir dann auf Scheibe. Finde ich das toll. Ich bin nicht der Meinung, dass ich jetzt sauer bin, dass ich dann nicht mehr das Herrschaftswissen habe, dass nur ich ihn gesehen habe und ihr alle nicht. Also, das war eine Kritik, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und ich denke schon, es ist immer noch ein ganz besonderes soziales Erlebnis, Filme hier im Kino zu sehen. Es ist ein ganz besonderes soziales Ereignis, zum Fantasy Filmfest zu gehen. Das allein ist mir den Mehrwert wert. Das ist mir die Fahrt wert, die Hotelkosten, die 10 Tage im Kino. Und wenn jemandem es gefällt, zu sagen, nee, mir reicht es, mir zu Hause die Scheiben anzugucken, auch prima. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, takes all kinds to make up the universe. So, das war's jetzt aber auch schon für heute Abend. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Morgen geht's wieder rund und man sieht sich.